Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben mal wieder ein kleines Unboxing-Video für euch vorbereitet. Heute keine Fanpost, aber etwas, was ich mir selber bestellt habe im Wert von, guckt ihr den Zettel an, 1532 Euro. Ich habe etwas bei Amazon rumgestöbert, wollte mir was Gutes tun, wollte euch was Gutes tun für den Kanal. Und habe jetzt für 1532 Euro diese zwei Pakete bekommen. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Welchen Wert hat eure letzte Bestellung bei Amazon? Wie viel habt ihr eingekauft? Wie viel habt ihr da bezahlt? Guckt euch den Adi an. Ja, ich bin der Adi. Ja, du kannst dich auch wieder da hochsetzen, wenn du willst. Ne? Machst ja sonst auch immer. Und das, diese fette Box. Warte. Die gab es auf jeden Fall auch noch. Die hat 50 Euro gekostet alleine. 50 Euro für diesen Karton. Das ist aber bei den 1532 Euro nicht mit drin. Abzüglich dieser 50 Euro Kartonbox waren es 1532. Das hier ist nämlich wieder von Kalea, der Beer-Tasting. Weihnachtskalender, den habe ich mir schon mal jetzt gegönnt. Beim letzten Jahr hatte ich den aus dem Kaufland. Habe ich den durch Zufall gesehen. Kaufland, Bierweihnachtskalender, 24 leckere weihnachtsbierige Biersorten. Habe jeden Tag ein Türchen geöffnet und so weiter. War eine richtig coole Sache. Da konnte man ja immer bewerten nach Farbe, die Farbe des Bieres, das Etikett, das Design von der Flasche, von dem ganzen Zeug, der Geruch und der Geschmack. Es gab vier Kategorien. Glaube ich, vier, fünf? Schaum war auch noch dabei. Fünf Kategorien gab es also, wo man bewerten konnte in dem kleinen Büchlein, was dabei war. Jeden Tag eine andere Biersorte. Das war auf jeden Fall genial. Da habe ich mich jeden Tag gefreut, wenn ich da mein Bier aufmachen kann. Und das Ganze möchte ich dieses Jahr natürlich auch wieder machen. Der Falco hat auch schon nachgefragt. Auch ein paar andere Leute haben gesagt, machst du wieder so ein Bierkalender? Machen wir natürlich, gehört dazu. Jetzt aber zum Rest vom Paket. Wir nehmen mal das Kleine hier, machen das jetzt mal auf. Ja, man braucht das gar nicht mehr. Wenn ich das mit dem Finger aufmache, ist das auf jeden Fall leichter. Hier kann man wieder dran ziehen. Ne? Das ist auch genial. Max kommt hier hin. Das ist eins. Das ist vier. Das kommt ganz hinter. Und dazwischen kommt noch das. Die 8 als Nummer 2. Genau, so ungefähr. Jetzt sieht das komisch aus. Ihr wisst nämlich gar nicht, was. Hä? Was? Wie? Was habe ich da hin? Ich zeige euch das mal von der Seite, wenn ihr so guckt. Da stehen jetzt 4 Apparillos und ihr seht schon, schön geordnet. Das war nämlich ein riesengroßes Thema. Ramses, vielleicht kannst du dir mal eine neuere Kamera gönnen. Wir spenden fleißig. Wir wollen, dass du dir da mal was gönnst. Ne? Spenden. Andere Schenkungen, sonst was, meine eigenen Verdienste. Habe ich jetzt mal geguckt, ich habe lange geknausert, ich habe damals schon mal ein paar Actioncams bestellt. Bild war ganz okay, aber der Ton hat mir nicht gefallen. Egal welche ich hatte, der Ton war so dumpf und so blechernd, das war wirklich der letzte Rotz. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist, denn das sind eigentlich richtige Markenprodukte. Wir fangen mal an. Das allererste, was in diesem Paket war, ist eine DJ Osmo Action Cam für 247 Euro. Das ist die hier. Das müsste die gleiche sein, wirklich, die auch der Natururin hat, mit der dann Natururin rumläuft. DJ Osmo Action Cam 4K HDR, Waterproof, Dual Screen, Rocksteady 4K 60p, 1080p, 8x Zoom. Ich kann da ja mal hier drauf filmen, das euch mal so zeigen, damit ihr das schön seht. Hier die Verpackung, ne? Osmo Action, so sieht das aus. Wie gesagt, wer Natururin verfolgt und mal in die Beschreibung geguckt hat, der hat das ja auch immer verlinkt. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Das ist, wie gesagt, die günstigste. Wenn das reicht von Bild und Sound, dann würde ich die vielleicht zukünftig benutzen, vielleicht für Pokémon Go, vielleicht für andere Sachen. Ich denke mal, auf den Camcorder ganz kann ich nicht verzichten. Kennt ihr die? Habt ihr damit schon Erfahrung? Osmo Action Cam, ne? Wunderbar, 247 Euro. Dann kommen wir
Zum zweiten, das ist die zweitbilligste, die kostet 340 Euro und das ist eine richtige GoPro Hero. GoPro Hero Black. So black wie mein dreckiger Fingernagel. Junge, wo bin ich da wieder rumgekrochen? 12 MP, 4K 60, 10 Meter tief, 1080p Live Streaming. Okay, ja. Die Verpackung finde ich richtig schrecklich. Mit dieser blöden Tüte da dran. Hätten die das nicht anders machen können. Mir gefällt auf jeden Fall die Verpackung von der Osmo viel, viel besser. Zack, einfach ein Karton. Sieht aus wie ein Handy. Ihr habt aber hier die GoPro 8. Habt ihr auch Erfahrung mit der GoPro 8? Schreibt es mal in die Kommentare. Die hat vorne, glaube ich, nur einen Statusbildschirm. Aber hinten einen Bildschirm, wo ihr drauf gucken könnt. Das ist bei der 9, glaube ich, anders. Die hat vorne und hinten Bildschirm. Die benutzt, glaube ich, auch Sabrina. Beziehungsweise hat sie mir das mal gezeigt. Die kostet also 340 Euro und ist damit 100 Euro teurer als die Osmo. Wem das nicht reicht, haben wir hier jetzt die GoPro Max. Was ist daran jetzt anders? Ich weiß es wieder nicht. GoPro Max 16,6 MP statt 12 MP, 5,6K, 30, 5 Meter wassertief, 1080p Livestreaming. Mit den ganzen Angaben kann ich eigentlich nichts anfangen. Ja, ansonsten sieht die von den ganzen aus wie ein, wie ein Fotoapparat halt, so schön rund und knackig. Die anderen hier sind ja eher so länglich und nicht so hoch. Die ist komplett quadratisch für, wie gesagt, 465 Euro. Und das teuerste kommt zum Schluss für 479 Euro. Und das ist die GoPro Hero 9 Black. Das ist die teuerste, die modernste, die neueste. Die hat hier 20 MP, also statt 12 und 16 hat die 20, 5K 30 plus 4K 60, 33 Fuß, also 10 Meter, 1080 Live Streaming. Ja, die blöde Tüte macht natürlich wieder alles kaputt. Man sieht hier von der Kamera leider gar nichts. Bei denen hat man ja einen kleinen Eindruck da, bei der leider nicht. Das ist jetzt das Problem. Der Ramses hat zwar jetzt vier Dinger, aber ich brauche ja nicht alle vier. Ich brauche eigentlich ja nur eine. Eine bräuchte ich und das heißt, ich werde die jetzt mal ausprobieren alle. Da werdet ihr leider nicht dabei sein. Ich werde gucken, welche passt am besten. Welche hat den besten Ton, welche hat das beste Bild, welche kann ich überhaupt verarbeiten, welche lohnt sich und die anderen, die gehen natürlich wieder zurück. Ja, das funktioniert, glaube ich, hoffe ich. Ich habe das bei den anderen auch gehabt. Als ich unzufrieden war, habe ich die zurück, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich eine habe und die macht schlechtere Bilder oder hat extrem schlechten Sound und ihr müsst vergleichen. Vergleichen ist wichtig. Jeder könnte sagen, kauf dir halt die. Dann kaufst du dir die und du weißt gar nicht, ob es was Besseres für dich und deine Einsätze gibt. Wir gucken uns also hier die Osmo Action Cam an. Wir gucken uns genauso aber dann die GoPro Hero Black, die GoPro Hero 8 in Black an, die Sabrina hat. Wir gucken uns aber auch, was wohl noch neuer und exklusiver und besser ist, vielleicht die GoPro Max an, GoPro Max. Die dachte ich von dem Klang, GoPro Max, dass das übelst das heftige Tier ist. Aber noch aktueller scheint wohl die GoPro Hero 9 zu sein in Black. Und wenn das die werden sollte, weil das die heftigste ist, dann ist das halt so. Dann sind halt mal 500 Euro draufgegangen für eine neue Kamera. Den alten lapprigen Camcorder, der da steht, der hat damals auch 500 Euro gekostet. Und hat schon 100 Jahre auf dem Buckel. Und jetzt habt ihr wieder 500 Euro. Aber was komplett anderes. Da müsste man schon sagen, dass der Camcorder ja teuer war. Wenn er nicht gut ist und schlechte Videos macht. Und die Teile jetzt alles rausreißen. Mal gucken, ob ich damit bessere Bildqualität liefern kann, bessere Winkel, dass ich das mit dem Fischei nicht mehr so extrem brauche, dass die schwarzen Ränder endlich der Vergangenheit angehören. Also GoPro Hero 9 Black. Da bin ich mal gespannt, wie da auch der Unterschied ist zur 8er. Kann ja sein, ihr merkt von 8 und 9 eigentlich gar keinen Unterschied. Qualitativ. Dann muss es nicht die 9 sein. Dann würde die 8 reichen. Wenn eine GoPro zur Osmo aber keinen Unterschied großartig aufzeigt, dann muss es nicht mal eine GoPro sein, dann würde auch eine Osmo reichen.
Ihr versteht das, oder? Du verstehst. Ja? Hauptsache der Schwanz wedelt. Feuchte Nase. Okay, alles klar. Adi weiß auf jeden Fall Bescheid. Ihr wisst auch Bescheid. Ein fettes Paket für über 1500 Euro plus 50 Euro noch Bier-Adventskalender. Und ihr seht jetzt auch, ich sitze hier, normalerweise filme ich immer hier, aber die Belichtung ist immer so schlecht, die Kamera ist so anfällig, wenn irgendwo ein bisschen Licht fehlt und kriselt. Das stört mich eigentlich immer am meisten. Auch, dass sie so groß und globig und schwer ist. So ein kleines Gerät würde da auf jeden Fall besser passen, wenn man die ganze Zeit draußen rum rennt, die ganze Zeit draußen rum macht, ne? Das war es auf jeden Fall jetzt von. Warum habe ich nicht das Video einfach beendet? Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner. Jetzt guckt er wieder so doof. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein, habt ihr auch eine GoPro? Hattet ihr schon mal eine GoPro? Habt ihr Erfahrungen mit GoPro oder mit anderen Action-Cams? Was könntet ihr empfehlen? Was kann man nehmen für Pokémon Go, für die täglichen Videos, für draußen rumrennen, Sea-Days, Raid-Touren, irgendwas, Raid-Videos? Schreibt es mal rein. Zwei Bildschirme wären auf jeden Fall cool oder einer zum Drehen. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, ne? Ciao, einem Mann Zollwurf sagen. Aber das sieht es ja ähnlich, Junge. Gut, das war's jetzt auf jeden Fall. Ciao.